Moin Leute, willkommen bei German RC Playground. Im heutigen Video möchte ich nach ein paar Monaten jetzt mein Fazit zur Arma V4 Reihe sagen. V4 ja nicht offiziell, aber es ist halt die vierte Generation der 1:8er. Und zumindest halt des harten Kerns, Typhon und Krayton. Alles weitere nach dem Intro. Ich werde jetzt auch gar nicht großartig dieses Video übertrieben ausdehnen. Ihr seht ja schon die Minutenanzahl des Videos. Wer lacht ihr jetzt oder ihr sagt, jo, hat er auch gemacht. ich weiß dann noch nicht, wie lang es wird. Ja, jedenfalls wollte ich mal ganz kurz euch einmal sagen, wie mein Fazit jetzt zu dieser Baureihe ist. Es ist gut. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Es wurden wieder viele, viele, viele sinnvolle Verbesserungen übernommen. Wie der O-Ring an den Pivotballs. So, hier drinnen halt. Das rote dort. Dass die mit dem O-Ring gesichert sind. Es sorgt nicht dafür, dass die sich niemals rausdrehen. Ich habe es nämlich trotzdem erlebt. Aber ich sag mal, 50% der Fälle passiert das halt nicht. Ich habe keine abgeknallten Rod-Ends gehabt von in der Lenkung irgendwo. Weil da halt die Köpfe da halt Scheiben drauf haben jetzt. Ne? So von Werk aus. Differentialprobleme hatte ich bei keinem Armer bisher. Ich musste da nichts nachschimmen, nichts. Ich habe das so gelassen. Jetzt ist von Werk aus alles geschimmt und sie laufen genauso toll. Ne? Der. Nicht wundern, das ist ein nagelneuer Typhon hier. Der war eigentlich für ein Projekt, was ich abgeblasen habe. Ne? Der Sliding Motor Mount. So, der Middle Diff Halter, der geändert wurde, wo das Middle Diff easy rauszuholen ist. Sinnvolle Verbesserung. Am Typhon halt der neue Low-Profile-Spoiler-Halter vom Talion bekannt, aber verstärkt. Hat auch einen geilen Look jetzt. Der Spoiler steht nicht mehr so hoch. Neue Reifen, auch vom Talion inspiriert. Die Qatar Buggy-Reifen für den Typhon. Karosserie, mattes Finish und ja, neues Design. Krayton-Karosserie, endlich mal ein neues Design. Schöne Front jetzt, sieht viel besser aus. Die Copperhead 2 Reifen, absolut geile Reifen, kein Problem damit. Der Wagen macht so ein Fun damit. Gerade auf 6S mit dem Speed-Ritzel, obwohl der ist mit 16er Ritzel ausgestattet, also das ist noch ein Zahn mehr. Das ist einfach die Macht, also es macht mega, mega, mega Spaß. Eine Neuerung, die den Typhon nicht betrifft, aber Notorious, Outcast, Talion und Krayton ist die rote Center Brace. So, damit, ja, ist etwas, was Arma von vielen von euch da draußen übernommen hat, die von mit Tower zu Tower Braces gearbeitet haben. Arma hat es halt, ja, auf ihre eigene Weise gemacht. Auch vielleicht den manchen Leuten nachempfunden halt mit an die untere Basis der Brücken halt anlehnen und. Alles schön und gut, aber was nicht eingetreten ist, ist, dass die Autos halt jetzt keine zusätzlichen Tuning-Teile mehr brauchen, wie Aluminium-Streben, also dieses Teil ist Aluminium oder die Skidplates, zum Beispiel BLR-Skidplates. Habe ich bei meinen Autos überall drunter gehabt, auch beim Typhon. Und ja, brauchen sie trotzdem, weil wir damals im First Run vom Krayton gesehen haben, hatte der einen nicht so tollen Aufschlag. So, manche haben es halt als lächerlich empfunden, das war schon ein bisschen mehr, wie der da eingeknallt ist. Ne, und da hat sich das ganze Heck weggedreht, so, weil er halt am oberen Punkt so versteift ist, dass wenn das Heck irgendwo hin will, kann es nicht nach vorne, also muss es sich zur Seite wegdrehen. Und ja, die Brace ist jetzt in sämtlichen Autos drin, wir haben jetzt schon vier verschiedene Längen, ne, mit dem Infraction und Limitless und dem Mojave und ja, ich weiß es nicht. In den 4S-Modellen ist es ganz gut gelöst, da hat die Brace noch einen Puffer drin. So, aber da, ob die da jetzt noch Not tun in den Autos, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, also wie gesagt, ich habe sämtliche Autos gefahren. Die Performance des Outcasts hat sich nicht, oder Notorious hat sich nicht großartig geändert. Die vom Talion eigentlich auch nicht, weil er seine Reifen behalten und der Look ist so geblieben und selbst wenn, ändert das nicht die Performance. Also die größten Änderungen, Les Hennen ist ja davon ausgeschlossen gewesen. Wir wissen jetzt wieso, weil der Mojave sein Nachfolger ist.
Und ja, die größten Änderungen haben die beiden hier davon getragen. Mein erster Typhoon V4 ist ja Truckified, wie ihr wisst. Auf dem habe ich, das ist auch übrigens die Karosserie von ihm, die er vorher hatte. Das hier sind noch nagelneue Katar-Reifen. Geil. Absolut top Buggy-Reifen. Kann man nicht anders sagen. Also definitiv hat sich die Performance von ihm verbessert, weil vorher hat Arma ja ihre ersten V1-Reifen durchgeschleppt, die jetzt nicht so der Burner waren. Ne? Die Minakova-Reifen am Creighton V2 und V3 fand ich okay. Haben jetzt aber auch nicht den Super-Grip geliefert, aber auch jetzt nicht so negativ. Die ersten Copperhead waren ja nicht der Burner, aber diese hier sind es definitiv. Ich bin damit mega zufrieden. Und ja, ich finde alleine die Sachen wie der Sliding Motor Mount, der Mitteldiffalter, das gibt so eine Wertsteuerung, aber mehr Wert für das Auto, auch was die Wartung angeht und so weiter. Das, allein das ist es mir, allein deswegen würde ich schon immer zu einem neuen Modell greifen. Ich jetzt. Ne? So, und noch ein paar andere Upgrades jetzt kriegen. So, da bin ich wieder. Für mich waren es ein paar Minuten für euch nur ein ganz kurzer Übergang. Ja, also wie gesagt, ich bin begeistert, gerade von diesen beiden Modellen. Den Typhoon habe ich ja nicht lange in dieser Stockform bewegt. Ich habe ihn ja ganz schnell in den Truckified umgebaut und bin deswegen noch mehr geflasht von ihm. Und ja, Taillon und Notorious Performance war jetzt nicht unbedingt sehr viel anders. Bei Typhoon habe ich auch geflasht gehabt am Anfang, wie schnell der war, vor allen Dingen mit seinem 20er Ritzel. Ne, das war ja ordentlich, was habe ich da gehabt, 112 km/h oder so. Das war ja schon ein ganz schöner Schlag. Ja, der Creighton einfach für mich nach wie vor der beste Allrounder auf dem Markt. Gut. Das war mein Fazit zu den V4 Modellen. Ja, allein Upgrades wegen kaufen. Was ist Must-Have? Skid Plates drunter. Nach wie vor. Dann kann man auch die Ruhestrebe drinnen lassen. Und die stecken einfach mega was ein. Ja, für mich nach wie vor die besten 1:8er RTR-Basher auf dem Markt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.